Ja, das Thema hatten Sie ja schon genannt, also Trocknungsmaßnahmen im Bauwerk. Ich habe es ein bisschen eingegrenzt, auch das hatten Sie gesagt. Also es geht im Wesentlichen um zunächst mal das Auffeuchtungsverhalten von Mauerwerk nach einem Wasserschaden. Das ist das, was wir in einem kleinen Forschungsprojekt mit der Bauhaus-Uni in Weimar zusammen untersucht haben im Rahmen einer Masterthesis. Mauerwerk wird nass, unterschiedliche Mauerwerkstypen haben wir untersucht. Dann trockne ich das Ganze, so wie in der Praxis üblich, 14 Tage mit verschiedensten Trocknungsverfahren. Dann kommt ein neuer Aufbau auf die Wand drauf. Und wie geht es dann weiter mit dem Trocknungsverhalten dieses Aufbaus? Spielt da die Beschichtung eine Rolle, die Dampfdurchlässigkeit und so weiter? Das alles wollten wir abbilden, untersuchen und auch ergänzen um das ganze Thema der Messverfahren, die in der Praxis angewendet werden, also das kapazitive Widerstandsmessung, CM-Messmethode, Mikrowelle, also alles haben wir mal versucht und verglichen immer auch mit der Darm-Methode natürlich. Und auch dann zusammengefasst, um dann auch die Fragen, eine hatten Sie schon genannt, dann auch beantworten zu können. Die erste Frage, da geht es dann los gleich, beschäftigen wir uns mit, spielt das Trocknungsverfahren eine Rolle? Also in den ersten 14 Tagen wird das angewendet häufig nach einem Wasserschaden, spielt die Art der Trocknung da eine Rolle in Abhängigkeit der unterschiedlichen Mauerwerkssorten, die ich habe. Wir haben, kleine Einschränkung vorweg, wir können natürlich nicht alle Steine, die es auf dem Markt gibt, im Rahmen von so einer 12 bis 16 Wochen Arbeit untersuchen, also wir haben uns im Wesentlichen mit Vollblocksteinen beschäftigt und Innenwänden, also keine gedämmten Konstruktionen, da können wir gerne später drüber sprechen, weil das Forschungsvorhaben auch weitergeht, aber das läuft halt noch. Also es geht um Innenwände an der Stelle. Welchen Einfluss hat dann eine erneute Beschichtung, ja, wenn ich das Mauerwerk erstmal sozusagen nackig gemacht habe, wenn man so will, und ich es dann neu beschichte, neu anstreiche, welchen Einfluss hat das auf das weitere Trocknungsverhalten? Kann ich, weil ich ja nicht immer so ein Forschungsprojekt dann nach dem Wasserschaden laufen lassen will, kann ich das denn hinreichend genau durch instationäre Berechnungsverfahren prognostizieren, wie es da weitergeht? Gibt es vor Ort eine realistische Möglichkeit, das zu messen? Zerstörungsfrei natürlich, wenn möglich. Die Fragen haben wir untersucht und teilweise kann ich sie beantworten, teilweise ist es noch ein bisschen unscharf, aber das gucken wir uns gleich an. Zunächst ganz kurz, an der Stelle will ich dann ein bisschen Zeit sparen, dass wir auch genug Zeit zur Diskussion nachher haben. Die einzelnen Transportmechanismen, die ich im Bauwerk kenne, muss ich natürlich im Hintergrund sozusagen immer bewerten. Wasserdampfdiffusion ist der eine Transportmechanismus, das taucht ja eben auch schon auf. Spielt bei der Auffeuchtung von Mauerwerk nach einem Wasserschaden natürlich keine große Rolle, aber beim Austrocknen wiederum eine sehr starke Rolle. Da unterscheide ich natürlich die porösen Feststoffe von, ich vergleiche es mal mit Luft oder auch dann mit Folien letzten Endes. Die Wassermenge, die durch Diffusion transportiert wird, ist im Vergleich zur Kapillarleitung natürlich verschwindend gering. Insofern spielt es beim Auffeuchten, also nach einem Wasserzutritt, auch keine große Rolle, die Diffusion. Diffusionswiderstand kann ich messen, auch das eine Sache, die wir im Labor durchführen, wenn es um Folien, Beschichtungen und so weiter geht, Baustoffe geht. In der Regel finden Sie dann den Ihnen bekannten μ-Wert, ja, diese Diffusionswiderstandszahl in Tabellenbüchern und Sie werden sich, ja, alle werden sich erinnern an das Glaser-Verfahren, wo Sie das dann umgerechnet haben in die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, diesen sogenannten SD-Wert. Der taucht gleich wieder auf, wenn es um die verschiedenen Beschichtungen geht. Ja, wenn ich also das Mauerwerk nach einer ersten Trocknungsphase neu beschichte und es dann weiter austrocknen soll. Was man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass Baustoffe eine unterschiedliche oder eine variable Diffusionswiderstandszahl haben, je nachdem, in welcher relativen Luftfeuchte sie sich befinden. Also wenn ich mich in einer hohen relativen Luftfeuchte befinde, sinkt diese Diffusionswiderstandszahl. Und ich habe interessanterweise einen höheren Wasserdampfdurchtritt oder Wassergasdurchtritt durch Baustoffe. Das spiegelt sich natürlich alles nicht wieder in diesem Glaser-Verfahren. Ja, deswegen reden wir auch gleich über numerische Verfahren, weil das die Möglichkeit bietet, da etwas genauer ranzukommen. Der Transportmechanismus, der jetzt beim Wassereintritt die wesentliche Rolle spielt, das ist die Kapillarleitung. Also flüssiges Wasser wird transportiert in den Porenräumen, in den Kapillaren eines Baustoffs.
Ich habe dieses Saugen im Baustoff, wenn jetzt die Sohle zum Beispiel nass geworden ist nach einem Wasserschaden. Oder auch, und das muss man immer so ein bisschen parallel mitlaufen lassen, wir haben ja hier relativ viele Sachverständige sitzen, vermute ich. Sie müssen auch immer dran denken, Bauzustand, Baufeuchte, nicht geschütztes Mauerwerk, wenn ich den Rohbau errichte. Ja, VOB Teil C sagt, dass ich dann Mauerwerk entsprechend schützen muss, um eben diesen Wassereintritt weitestgehend zu verhindern. Wir gucken uns gleich an, wie lange Mauerwerk dieser Art, unterschiedliche Mauerwerkstypen brauchen, um diese Ausgleichsfeuchte auf 80% wieder zu erreichen. Und dann denken Sie immer parallel daran, wann der Bezug dieses Bauwerks erfolgt. Ja, das steht in einem gewissen Widerspruch. Und interessant ist dann immer die Frage, wo ist da sozusagen das Problem entstanden, wenn ich dann zum Beispiel Schimmelpilze habe, infolge mutmaßlich von erhöhter Baufeuchte. Also das immer so ein bisschen mitverfolgen, da können wir auch gerne gleich drüber diskutieren. Die Kapillarleitung kann ich auch abbilden in einem Kennwert, das ist der Wasseraufnahmekoeffizient WW. Den kann ich auch testen, also freies Saugen ohne Druck sozusagen, setze ich einen Körper sozusagen in einen Wasserspiegel und beobachte, wie die Gewichtszunahme erfolgt. Da gibt es dann diese berühmte Wurzel-Zeit-Beziehung, also dass es abklingt, diese Wasseraufnahme, bis ich die maximale Saughöhe erreicht habe, dann passiert nichts mehr. Das ist ein Kennwert, der auch hinterlegt ist, den wir auch bestimmt haben. Auch da unterscheiden sich die verschiedenen Baustoffe natürlich teilweise extrem. Wenn Sie sich anschauen, Gips-Mörtel, ist dieser Wasseraufnahmekoeffizient zum Beispiel sehr viel höher natürlich als zum Beispiel bei Zementbeton. Ja, also auch da unterscheiden sich die Baustoffe sehr, sehr stark, sehr drastisch. Auch da, denke ich, hatten Sie eh schon ein Gefühl dafür, dass das so ist. Auch das sehen wir in der Auswirkung gleich bei den einzelnen Mauerwerksschreiben und Beschichtungssystemen. Und dann gibt es noch einen dritten Transportmechanismus, das ist die Wasserdampfsorption. Das ist also die Anlagerung von flüssigem Wasser in den Poren oder in den Kapillaren und dann auch wieder eine Weitergabe oder Weiterreichung sozusagen dieses flüssigen Wassers. Das ist der dritte Transportmechanismus, den wir da kennen. Alles drei wirkt natürlich zusammen nachher im Bauwerk. So, die erste Frage, die schon mal spannend war, wie viel Wasser nimmt denn welcher Stein auf, wenn ein Wasserschadensereignis sozusagen geschieht. Wir sind da so vorgegangen, dass wir vier verschiedene Gesteinsarten untersucht haben. Wir haben den klassischen Kalksandstein untersucht, den Porenbeton, den Bimsbeton und einen Vollziegel, um mal sozusagen auch die ganze Bandbreite der Möglichkeiten abzudecken in Begrenzung der Zeit sozusagen, die wir da zur Verfügung hatten. Wir sehen jetzt hier mal einen Ausschnitt aus dem Labor. Wir haben also hier die übliche Wasseraufnahme. Diese Materialien waren auch verputzt, also klassische Innenwände, beidseits verputzt, beschichtet. Dann das Wasserschadensereignis simuliert. Wir haben eine Vergleichsprobe gemacht, wo wir wirklich die Wassersättigung auch erreichen wollten, über 5 Tage. Also um zu sehen, wie viel Wasser nimmt der Stein insgesamt denn maximal auf, also die maximale Wasseraufnahme als Vergleich. Und sind ausgegangen von einer Schadensdauer von 5 Tagen. Ja, das ist, da kann man jetzt drüber streiten und der Wert ist garantiert falsch. Er ist immer anders, aber irgendwo muss man sozusagen mal die Annahme treffen. Das heißt, 5 Tage lang ins Wasser gestellt, unter Wasser gesetzt, ins Wasser getunkt, haben wir diese Proben. Haben dann entsprechend Bohrkerne gezogen aus diesen verputzten Wänden. Aus der untersten Steinlage, natürlich nimmt, wenn ich ein saugendes sozusagen Ereignis habe, das nimmt der Wassergehalt nach oben hin auch ab in der Wand, hört irgendwann auf, dieser Horizont. Das heißt, wir haben aus der untersten Steinlage dann die entsprechenden Bohrkerne gezogen und dann untersucht und weiter behandelt. Also beidseits verputzte Innenwände, 5 Tage Wasserzutritt, dann anschließend eine technische Trocknung auf unterschiedliche Arten. Und dann wiederum anschließend eine erneute Beschichtung, gucken wir uns gleich an, wie die erfolgt ist, und ein weiteres Trocknen. Und das Ganze dann auch natürlich gemessen. So sieht das zum Beispiel für unseren Kalksandstein aus. Wir haben hier die grüne Kurve, das ist die sozusagen erzwungene Wassersättigung des Steins. Auf der X-Achse die Zeit, die 5 Tage, 120 Stunden, und hier die Massezunahme der einzelnen Proben.
Wir haben also die grüne Kurve, das ist sozusagen unsere Vergleichsprobe, unsere unrealistische Vergleichsprobe, weil die wirklich unter Wassersättigung gebracht worden ist. Und die anderen Kurven sind jeweils mit frei kapillar aufsaugendem Wasser gemessen. So, jetzt können wir verschiedene Sachen schon mal daraus ableiten. Wir sehen, dass die maximale Saughöhe zwar noch nicht vollends erreicht ist, aber dass ich so nach ungefähr 3 Tagen in der untersten Steinschicht keine weitere Auffeuchtung mehr habe. Das setzt sich natürlich nach oben hin weiter fort. Das ist das eine, was ich sehen kann. Das zweite, was wir messen konnten, in der untersten Steinlage konnte ich messen einen Massegehalt von etwa 10-12%. Das ist nicht wenig, ja, das geht relativ fix bei dem Kalksandstein. Hier der Wasseraufnahmekoeffizient 0,18 pro Quadratmeter und Wurzelstunde dient mehr so dem Vergleich und der Simulation dann im Fortgang. Bei den anderen Steinen sieht es ganz anders aus, Porenbeton zum Beispiel. Auch da habe ich ein kontinuierliches Ansteigen. Es geht also nicht so schnell wie beim Kalksandstein, sondern sozusagen fast linear. Ich habe aber nach 5 Tagen bereits einen Massegehalt. Jetzt muss man sagen, der Porenbeton ist natürlich auch leichter als der Kalksandstein. Ist ja immer auf die Masse bezogen. Von ungefähr 50-60 Masseprozent nach diesen 5 Tagen erreicht. Die maximale Saughöhe war noch nicht erreicht. Also es ging noch munter weiter, wenn wir gelassen hätten. Und ich habe einen Wasseraufnahmekoeffizienten, der in etwa so groß ist wie der von Kalksandstein bei unseren Proben. Der Bimsbeton hatte auch da ein lineares Ansteigen. Auch da hatte ich keine maximale Saughöhe erreicht. Beim Kalksandstein war da ja so ein gewisses Level nach 3 Tagen zu sehen. Hier geht das auch noch weiter. Ich habe einen erreichten Wassergehalt von 23 Masseprozent gemessen in allen Proben. Die lagen sehr dicht beisammen und ein Wassereintrinkkoeffizient von 0,14, also auch das in etwa in der Größenordnung Kalksandstein und Porenbeton. Wir sehen gleich bei dem Austrocknungsverhalten sehr große Unterschiede. Ja, beim Auffeuchtungsverhalten ist da noch nicht viel passiert. Der Ziegel ist natürlich jetzt wiederum etwas anders, weil der natürlich wesentlich kompakter ist als Innenwand. Bei historischen Bauwerken natürlich anzutreffen, die Klinkerwand als Innenwand. Deswegen haben wir den auch getestet. Da liegen die Proben relativ weit auseinander und ich habe auch hier nach 2-3 Tagen so ein Plateau im Wesentlichen erreicht, bis auf die eine Probe hier, die so einen Ausreißer darstellt. Kann ich sagen, so nach 5 Tagen habe ich ist das Maximum erreicht in den untersten 24 cm von 6 Masseprozent. Und einen wesentlich geringeren Aufnahmekoeffizienten, ungefähr halb so groß wie bei den anderen Steinen. Bedingt durch die größere Dichte, auch letzten Endes, Kompaktheit des Ziegelmauerwerks. So, das war quasi unser Ausgangszustand. Jetzt ging die eigentliche Arbeit erst los. Jetzt haben wir es erstmal nur nass gemacht. Jetzt ging es darum, sozusagen die Beschichtung abzunehmen von der feuchten Wand und technisch zu trocknen. Welche Möglichkeiten habe ich da in der Praxis? Was führt man da so üblicherweise durch? Ich füge Wärme hinzu, ich entfeuchte die Raumluft und ich kann das noch mit Ventilatoren sozusagen anblasen, diese Mauerwerkswand. Diese Möglichkeiten habe ich im Grunde nach. Ich kann also Wärme über Lufterhitzer, Mikrowelle oder Infrarot in die Mauerwerkswand einbringen. Ich kann die Luft entfeuchten, Kondensation oder Adsorptionstrocknung. Das Grad der Abtrocknungsfähigkeit ist hier sehr viel größer, das sehen wir gleich. Und ich kann über einen Radiallüfter zum Beispiel dann entsprechend Luft anblasen. Meistens auch in Kombination. Ja, meistens wird sowieso schon wärmer durch die Entfeuchtung. Ja, also das merken Sie, wenn Sie in entsprechende Häuser reinkommen, dass es in den Räumen relativ warm ist, ohne dass Sie nochmal extra Zusatzheizungen aufstellen. Das ist allein die Abwärme dieser Entfeuchtungsgeräte, die häufig schon zu einer Erwärmung der Raumluft führt. So, die Möglichkeiten habe ich, die Möglichkeiten haben wir ausprobiert und haben dann folgende Varianten untersucht, die wir auch gleich wieder in den Grafiken sehen. Wir haben also den ersten Prüfkörper einer Kondensationstrocknung mit Zusatzbeheizung ausgesetzt, sage ich mal. Das heißt, wir haben den Prüfkörper bei 21 Grad und ungefähr 35-40% relativer Feuchte gelagert, über 14 Tage, um auch da sozusagen die maximale Entfeuchtung innerhalb des gleichen Zeitraums untersuchen zu können.
Im zweiten Prüfkörper haben wir zusätzlich mit einer Infrarotwärmeplatte versehen, die im Abstand von 3 bis 4 Zentimetern vor der Wand aufgestellt war, vor dem Prüfkörper aufgestellt war, also nochmal Energie reingebracht in den Baukörper. Zusätzlich zum zusätzlich zu 1. Ja, also 1 plus Infrarot oder 1, das ist jetzt hier das Gleiche, 1 plus zusätzlich Ventilation, also angeblasen. Oder auch die Adsorptionstrocknung eingebracht. Natürlich jetzt nicht zusätzlich zu Kondensationstrocknung, sondern stattdessen. Und da komme ich runter auf auf ungefähr 15% relative Feuchte bei unserem Fall. Und technisch wären auch bis 5% möglich. Die haben wir natürlich nicht erreicht. Die werden auch Sie in der Praxis nicht erreichen. Aber wesentlich trockener als die 35-40% aus der Kondensationstrocknung. Und auch etwas wärmere Luft durch die Anlage bedingt. Also da bei 30 Grad und 15% relative Feuchte ist nochmal sehr viel weniger absolut Wasser natürlich in der Luft. Fünfter Vergleichsprüfkörper, den haben wir mal so gelassen, wie er war. Natürliche Trocknung haben wir das genannt. Das ist der Wasserschaden, der nicht entdeckt wird, sondern einfach sich selbst überlassen wird. Das heißt, eine Situation, dass ich zwar bei 21 Grad mich weiterhin befinde, aber bei 85% relativer Feuchte. Das ist also ein unbelüfteter Raum. Den wollten wir da mal nachstellen. Was passiert da? Passiert da überhaupt was? Passiert da gar nichts? Das haben wir so vermutet. Und wir haben noch eine wassergesättigte Vergleichsprobe, auch also diese wassergesättigte Probe, diese grüne Kurve, die Sie sich vielleicht noch erinnern, haben wir dann bei den gleichen Bedingungen wie hier oben gelagert, um zu sehen, was tut sich mit der Vergleichsprobe. Das ist unsere Referenzprobe. So, wenn wir uns das jetzt mal für den Kalksandstein anschauen, wir haben also hier den nach 5 Tagen gemessenen maximalen Wassergehalt. Das ist unsere Ausgangslinie, die rote Linie. Wir haben hier unten eigentlich das Trocknungsziel, das heißt die Bezugsfeuchte oder Ausgleichsfeuchte 80%. Das ist so das, was wir uns mal festgelegt hatten als Orientierung. Und wir sehen jetzt hier, das ist die wassergesättigte Vergleichsprobe. Ne, das ist die natürliche Trocknung, diese dunkelblaue. Das ist also die bei 85% relativ Luftfeuchte vor sich hin dümpelte, sage ich mal. Da tut sich nicht viel. Ja, das sehen wir hier, also in den 14 Tagen kaum Masseabnahme. Und die anderen Trocknungsverfahren, die Sie eben gesehen haben, Kondensationstrocknung mit Infrarotplatte, mit Ventilation, nochmal mit Adsorptionstrocknung, die unterscheiden sich eigentlich nur in der ersten Woche. Ja, je steiler die Kurve sozusagen nach unten geht, umso größer ist die Wasserentnahme in der Zeit. Nach dieser ersten Woche ist eigentlich die Steigung parallel dieser Proben gewesen. Also es ist egal, also ganz platt gesagt, ob ich da Kondensationstrocknung oder Adsorptionstrocknung gemacht habe oder noch Ventilation zusätzlich betrieben habe oder eine Infrarotwärmeplatte davor gestellt habe. Die Trocknungsgeschwindigkeit dieser Materialproben unterscheidet sich nach einer Woche gar nicht mehr. Das ist das Erste, was wir beim Kalksandstein jetzt feststellen können, bei den Proben. Ja, das ist natürlich statistisch noch sehr dünn, das Eis, das ist klar. Logisch, das geht aber auch in 12 Wochen nicht ausführlicher, deswegen läuft das jetzt noch weiter. Aber in der ersten Woche, also ich kann natürlich mit dieser Variante 4 und Variante 3, das war die Infrarotplatte und die Adsorptionstrocknung, kann ich sehr viel größere Wasserentnahmen gerade in der ersten Zeit erreichen, aber nach einer Woche tut sich da nicht mehr viel im Vergleich. Und das Zweite, was wir sehen beim Kalksandstein nach 14 Tagen, bin ich noch relativ weit weg von dieser Bezugsfeuchte oder Ausgleichsfeuchte 80%. Wann ich die erreiche, so lange haben wir nicht gemessen, da wäre die These schon irgendwie lange um gewesen, das mussten wir dann rechnen. Also die Proben gibt es noch, die untersuchen wir noch weiter, zeige ich Ihnen gleich die Ergebnisse. Beim Porenbeton sah das etwas anders aus, wir haben also auch da den maximalen Wassergehalt unserer Startbedingung. Wir haben hier unsere angestrebte Bezugsfeuchte und haben hier, das hier ist die wassergesättigte Probe, dieses grüne hier. Die können wir also im Prinzip ausblenden, weil das ja eine unrealistische Situation ist für unser reales Schadensereignis. Die hatten wir wirklich in Wasser getunkt über 5 Tage, um zu sehen, wie viel Wasser passt denn rein in den Porenbeton. So, das sind die anderen Kurven. Blau ist wieder diese natürliche Trocknung bei 85%, da tut sich gar nichts.
Ja, also da bleibt so, wie es ist, so feucht, wie es ist, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Und auch da zeigt sich, dass es egal ist, welches Trocknungsverfahren Sie da anwenden, die Wasserentnahmemenge ist überall gleich und die Geschwindigkeit ist auch gleich beim Porenbeton. Und ich bin auch wieder hier sehr weit weg von diesem Bezugsfeuchtegehalt bei 80%, also auch da weit weg sozusagen von den angestrebten, wünschenswerten Bedingungen. Jetzt kommt der BIMS-Beton und nicht, weil wir jetzt hier in der BIMS-Gegend sind, ist der anders, sondern weil er halt gewisse Eigenschaften hat, die in der Hinsicht positiv, sich sehr positiv auswirken. Das ist der Leichtbeton. Auch da wieder die wassergesättigte Vergleichsprobe, um den maximalen Wassergehalt zu bestimmen. Auch da wieder typisch, ja, diese natürlich gelagerte Probe hat kaum einen Trocknungserfolg, auch nicht verwunderlich. Aber ich sehe hier, das hat sich also auch über die, wir haben immer 6 Serien getestet, also es ist nicht eine Probe, sondern es sind 6 Proben und der Mittelwert daraus, dass dieses Trocknungsverfahren Nummer 3, das ist, wenn Sie sich erinnern, die Ventilation. Ich erinnere mich, Sie nicht, aber ich sage es Ihnen. Ja, ist die Ventilation, also Kondensationstrocknung und Ventilation, dass die in der Tat nach 10 Tagen in etwa diesen Bezugsfeuchtigkeit von 80% tatsächlich erreicht. Im Gegensatz zu den anderen Trocknungsverfahren, bei denen es länger dauert, auch schneller geht als bei den anderen beiden Gesteinssorten, die wir untersucht haben, aber da bin ich bei 14 Tagen noch nicht am Ziel sozusagen. Der BIMS-Beton ist also hier tatsächlich, ja, Zufall, dass wir hier sind, bei den 4 untersuchten Steinen der einzige, der in den 14 Tagen bereits diesen geringen Feuchtegehalt erreicht. Das liegt natürlich an der offenen Porenstruktur und Kapillarstruktur. Kann man schon mal vorwegnehmen. Ja? Ich kann ja fast durchpusten. Beim Ziegel, jetzt kein überraschendes Ergebnis. Auch da habe ich natürlich durch die natürliche Trocknung kaum eine Abnahme. Ich habe da Kurven, die zwar relativ weit auseinander liegen, was von der Anfangsfeuchte im Wesentlichen abhängt. Was die Steigung der Kurven angeht, also die sozusagen die Menge pro Zeit an Wasser, die ich entnehmen kann, ist hier auch wieder nach einem Tag, nach 2 Tagen in etwa gleich. Also beim Ziegel konnten wir zumindest auch keinen Unterschied feststellen in den einzelnen Trocknungsverfahren, in der Wasserentnahmegeschwindigkeit sozusagen. Und auch da haben wir nach 14 Tagen bei keiner Probe annähernd diesen U80-Wert erreicht. Sodass man jetzt hier an der Stelle, wenn man da schon eine kleine Zusammenfassung bringen möchte, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, für die wir jetzt den Nobelpreis erwarten, dass BIMS-Beton natürlich aufgrund der Kornstruktur, Gesteinsstruktur Vorteile hat bei der Entfeuchtung gegenüber den anderen Mauerwerksarten. So, der nächste Schritt war jetzt die nachträgliche Beschichtung nach 14 Tagen schon aufgebracht, ohne Rücksicht auf Verluste, kann man so sagen. Ja, die These hatte ein Ende, insofern mussten wir da jetzt einfach durchziehen und haben mal geschaut, gibt es im weiteren Trocknungsverlauf Unterschiede. Das heißt, der Probekörper wurde jetzt erstmal beidseits grundiert. Nach einem Tag kam ein 3 mm, war auch mal 5 mm starker Gipsputz auf die Wand. Nicht übermäßig sorgfältig, so wie in der Praxis auch. Wir haben es dann nachträglich gemessen. Das war das Ziel, möglichst realistisch zu sein. Dann wieder nach 2 Tagen Trocknungszeit eine erneute Grundierung. Dann das jeweilige Farbsystem in 3 Varianten. Die sehen wir gleich, welche Varianten wir da gewählt haben. Auf die Wand aufgebracht. Und anschließend wurden die Probekörper letzten Endes bei einem Raumklima von 21 Grad und 35% gelagert. Das war das Szenario, was wir da nachgestellt haben. So sah das dann im Labor aus. Wir haben wieder diese Kerne, die sind mit Alufolie umwickelt, dass ich also wirklich einen eindimensionalen Strom habe. Auch da gibt es gleich eine Einschränkung. Mal gucken, ob es einem auffällt. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Und die 3 Farben haben wir unterschieden. Also eine sehr diffusionsoffene Silikatdispersionsfarbe mit einem SD-Wert von 1 cm. Eine relativ diffusionsdichte Latexfarbe, SD-Wert von ungefähr 0,5 m. Und so ein Mittelding, also eine Standarddispersionsfarbe mit einem SD-Wert von 15 cm. Die 3 Farbsysteme haben wir aufgebracht in dem eben beschriebenen Aufbau und haben jetzt weiter untersucht unter den jetzt einheitlichen Klimarandbedingungen, wie ist der weitere Trocknungsverlauf.
in den einzelnen Proben. Das ist jetzt exemplarisch der Trocknungsverlauf in der Probe mit dem Porenbeton, also nicht Kalksandstein, sondern jetzt nur exemplarisch für den Porenbeton. Qualitativ sahen alle anderen Gesteinsarten auch so aus. Also alle anderen Mauerwerksarten haben auch dieses Bild letzten Endes erbracht oder gezeigt. Nämlich dieses Gezackel, das ist so das eine Indiz, obwohl wir es ausgemittelt haben. Und das andere ist, dass ich zwar eine Abnahme sehen kann, aber die Trocknungsgeschwindigkeit, die ja wieder eine Steigung dieser Kurve wäre, unterscheidet sich jetzt kaum vom Beschichtungssystem. Das heißt, wir konnten feststellen im Rahmen dieser Arbeit erstmal keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Feuchteabgabe der einzelnen Proben und den verwendeten Anstrichsystemen. Das kam bei uns raus. Die Wasserabgabemenge hängt im Wesentlichen nur vom Anfangswassergehalt ab. Klar, je feuchter der Stein am Anfang ist, umso mehr Trocknungspotenzial hat er natürlich auch. Aber die ins Verhältnis gesetzte Wasserabnahme wiederum war wieder kein Unterschied festzustellen in den einzelnen Beschichtungssystemen. Ich habe aber immer noch eine weitergehende Abtrocknung bei allen Proben gehabt. Alle Steine, alle Proben, alle Beschichtungssysteme, die zwischen 100 und 300 Gramm Wasser pro Tag und Quadratmeter lagen. Also nicht wenig, was da noch durchging, betrachtet. Das hat uns verwundert, weshalb wir dann auch eben unter anderem deswegen auch diese instationäre Berechnung nochmal ergänzend dazu gemacht haben. Instationär deswegen, das war jetzt das Programm WUFI, was wir verwendet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es der eine oder andere kennt. Also Wärme und Feuchte instationär heißt das. Es gibt noch zwei, drei andere Programmsysteme, die instationär rechnen. WUFI, na gut, ich habe ihn nicht erfunden. Ist vom Fraunhofer-Institut aus Holzkirchen entwickelt worden. Und das kann eben all die Punkte abbilden, die ich auch untersuchen wollte. Das heißt, ich habe neben der Dampfdiffusion auch kapillare Transporte, die ich berücksichtigen kann. Ich kann unterschiedlich aufgeprägte feuchte Profile im Querschnitt der Wand berücksichtigen, die ich aus der Messung wiederum gewonnen habe oder mit der Messung vergleichen kann. Eine kleine Besonderheit ist, dass ich einen Innenraum oder eine Innenwand untersucht habe, habe ich keine Temperaturdifferenz zwischen links und rechts, ne, anders als bei einer Außenwand, außen-innen, sodass ich hier ausschließlich ja einen Temperaturunterschied habe durch Verdunstungskälte, Kälte in Anführungsstrichen, ja, also sozusagen aus dem Phasenwechsel resultierend eine Wärmeaufnahme, die das Programm berücksichtigen konnte. Und die Materialkennwerte, das ist immer ein großes Fragezeichen bei instationären Berechnungen wie Simulationen generell. Wo kriege ich die Materialkennwerte her? Deswegen haben wir die eigentlich nahezu alle aus unseren Messungen selbst gewonnen. Das ist relativ aufwendig, ja, muss man auch dazu sagen. Es gibt umfangreiche Datenbanken von WUFI, nur Ihr Stein wird garantiert nicht da drin sein. Garantiert nicht, aber es sind nicht alle Steine, die am Markt sind, auch in dieser Datenbank. Deswegen haben wir auch da versucht, möglichst alle Materialkennwerte, die wir brauchen, Diffusion, Wasseraufnahmekoeffizient und so weiter, durch unsere Proben auch selber im Labor zu bestimmen. Schauen wir uns das mal an. Das typische Profil nach der ersten 14 Tage Trocknung. Das ist jetzt der Querschnitt der Wand, unverputzt. Den haben wir nur unterteilt, weil wir dann auch einzelne Schichten mit dem was anfangen wollten. Also das sind die äußeren 2 cm, zusammen sind es dann 24 cm. Hier dargestellt der Wassergehalt über den Querschnitt verteilt nach den 14 Tagen. Das hier oben ist die Ausgangsfeuchte im Querschnitt. Idealisiert, realistisch wäre auch die Ausgangsfeuchte im Kern etwas höher als an den Oberflächen. Ja, weil ich an der Oberfläche auch immer, auch während der Auffeuchtung, schon eine Verdunstung habe. Deswegen ist die Oberfläche immer trockener bei kapillar aufsteigendem Wasser. Das ist auch ein typisches Erkennungsmerkmal, wenn ich jetzt unterscheiden will, ob ich von außen eindringendes Wasser habe oder aufsteigende Feuchtigkeit habe, kann ich mir die feuchte Verteilung im Querschnitt anschauen. Wenn ich von außen, wenn das jetzt außen wäre, eindringende Feuchte hätte, hätte ich einen Abfall der Feuchtigkeit nach innen. Idealisiert also ein konstanten Feuchtegehalt über den Querschnitt und nach 14 Tagen stellt sich das feuchte Profil ein in der Simulation. Wir gucken uns gleich einen Vergleich an, Rechnung zur Labormessung. Ja, muss man natürlich validieren. Und da sehen wir zwei Dinge und da unterscheiden sich jetzt die Steine sehr stark.
Wir sehen, dass die oberflächennahe Schicht, die obersten 2 cm, sehr gut abtrocknet beim Kalksandstein. Dass der Kern auch etwas austrocknet, aber nicht annähernd im gleichen Maße. Das wird gleich nochmal eine Rolle spielen, wenn wir die Messverfahren bewerten wollen. Ja, Sie halten jetzt schon mal gedanklich hier diese Kugelkopfsonde dran. Und wenn Sie dann wissen, wie diese Kugelkopfsonde misst und welchen Bereich die sozusagen ausmittelt, dann erahnen Sie schon, in welche Richtung das gehen könnte, nachher die Aussage. Wenn ich jetzt den Putz aufbringe nach diesen 14 Tagen, ergab sich auch im Rechenmodell eine sehr starke Auffeuchtung dieser oberflächennahen Mauerwerksschicht und danach dann sozusagen Kapillartransport ins Mauerwerk rein. Es hat sich ein Ausgleichszustand eingestellt und dann erfolgte dann die weitere Austrocknung. Der Kern kriegt natürlich nichts davon mit, dass außen verputzt wurde, mal ganz platt gesagt. Dafür dauert es zu lange. Aber die oberflächennahe Schicht nimmt eben sehr schnell sozusagen das Wasser auch auf. So, wie geht es dann weiter? Jetzt gucken wir hier schon mehrere Monate in die Zukunft und wir begleiten das gerade mit den Labormessungen, soweit sind wir aber noch nicht. Wir sehen also, dass sich einen gewissen Maximalfeuchtegehalt in der gesamten Wandkonstruktion feststellen kann. Den erreiche ich ungefähr nach diesen weiteren 14 Tagen nach dem Verputzen. Also die ersten 14 Tage nach dem neuen Verputzen trocknet da gar nichts aus, sondern dann habe ich eine Auffeuchtung des gesamten Mauerwerks durch das Wasser, was im Putz ist. Das ist jetzt auch wieder die Das ist die gesamte Wand. Die gesamte Wand. Und erst nach diesen, also insgesamt nach 28 Tagen, wenn Sie jetzt vom Schadensereignis ausgehen oder vom Beginn der technischen Trocknung ausgehen, erreiche ich dann ein Austrocknen des gesamten Querschnitts. Schneller an der Oberfläche, im Kern noch sehr viel langsamer. Dann haben wir mal gegenübergestellt die Messungen im Labor, das sind die Kreuzchen, im Vergleich zur Abnahme des Gesamtwassergehalts über den gesamten Querschnitt. Das ist jetzt auch wieder für den Kalksandstein. Und da sehen wir, dass die Form, die wir gemessen haben, in Realität durch Darm-Methode bestimmt den Feuchtegehalt. Deswegen haben wir ziemlich viele Steine kaputt gemacht. Die Form durchaus ähnlich ist, aber im Labor habe ich einen sehr viel größeren Trocknungserfolg. Ja, also wir haben eine sehr viel größere Wasserabnahme feststellen können, als im Vergleich zur Simulation. Und das ist sozusagen ein Fehler gewesen im Aufbau, den wir gemacht haben. Sie erinnern sich noch an die Proben, diese Zylinder, die mit Alufolie umwickelt waren. Wenn ich die jetzt in Realität trockne, dann bringe ich von links und rechts Wärme an die Wand. Ja, wenn ich aber diesen Zylinder in den Schrank lege, dann bringe ich eben auch über den Querschnitt Wärme und Energie. Das wäre quasi so ein bisschen, ich heize durch Stäbe nachgebildet. Das heißt, dadurch, dass ich mehr Energie in diesen Kern bringe im Labor, hat er natürlich auch mehr Energie, um auszutrocknen. Deswegen bin ich schneller im Labor. Unrealistisch schnell. Weil ich in Realität eben diese gesamte Wandscheibe habe, wo ich nur von links und rechts wirklich drankomme. Deswegen hätten wir eigentlich diesen Kern nicht nur in Alufolie einwickeln müssen, damit keine Feuchtigkeit rausgeht, sondern auch dämmen müssen oder anders klimatisieren müssen, streng genommen. Aber irgendwo sind dann die Mittel begrenzt und die Zeit auch wieder. Ja, aber insofern sind wir schneller, liegen also immer unter der Kurve, alle Steine liegen unter der Kurve, aber der Kurvenverlauf, die Kurvenform ist vergleichbar. Porenbeton. Im Vergleich zum Kalksandstein nach den 14 Tagen, das setzt sich aber sofort, Porenbeton trocknet oberflächennah sehr, sehr gut aus, bis die Kapillaren leer sind. Und dann habe ich keinen Kapillartransport mehr bis zur Oberfläche und ich sperre quasi die Feuchte, die im Kern steckt, innen ein. Und dann dauert es sehr lange. Porenbetonsteine brauchen sehr lange, um auszutrocknen. Vom Kern sozusagen. Das ist auch schon länger bekannt. Und hier als Vorgriff mache ich natürlich einen sehr großen Fehler, wenn ich mit der kapazitiven Messmethode Rückschlüsse ziehen will auf den Gesamtfeuchtegehalt im Querschnitt. Ja, gucken wir uns gleich noch intensiver an. Der Leichtbeton, der BIMS-Beton, sehr viel gutmütigere Kurve. Also auch da trocknet der Kern sehr gut aus, bereits nach 14 Tagen. Ich habe nicht so eine Konzentration auf die oberflächennahen Schichten, sondern es trocknet auch aus dem Kern heraus sehr gut nach. Weil da der Wassertransport vom Kern zur Oberfläche sehr viel besser funktioniert als beim Porenbeton. Und der Ziegel nochmal zum Vergleich, eigentlich überraschend erstmal, auch da wird man denken, dass der Kern
vielleicht schlecht austrocknet, aber im Vergleich zum Porenbeton trocknet sogar der Ziegel sehr viel besser im Kern aus. So, wie lange brauche ich denn, bis ich diese Bezugsfeuchte erreicht habe? Ja, und eine Innenwand, glaube ich, auch wieder günstige Bedingungen, ungefähr 8 Monate bis, ja, also von bis. Ja, große Spannweite. Porenbeton tatsächlich etwas kürzer. Leichtbeton ist sozusagen nach 3 Monaten schon am Ziel gewesen. Und der Vollziegel durchaus am längsten tatsächlich. Das sind die Rechenergebnisse. Feuchte Messung in der Praxis mache ich relativ schnell, weil Sie es schon ahnen oder wissen. Ich habe natürlich die beste Möglichkeit, das zu messen durch die gravimetrische Methode, also Darmmethode, Wägung letzten Endes, dann mache ich aber kaputt. Das heißt, ich hätte gerne natürlich eine Messmethode, wo ich es nicht kaputt mache und trotzdem den Trockenerfolg letzten Endes beurteilen kann. Kann der feuchte Zustand realistisch wiedergegeben werden? Kann ich Indikatormessverfahren zur Erkennung von Feuchteprofilen, also Mikrowellen in verschiedenen Tiefen einsetzen, um das rauszufinden, dieses feuchte Profil? Und welche Grenzen haben diese Messverfahren? Welche Fehlbeurteilungen können daraus resultieren? Auch das hat man schon gesehen, wer in dem Bereich tätig ist, kennt das auch schon. Das sind jetzt einige, bitte. Das ist eine Mikrowelle, hier eine CM-Messung, auch wenn die nicht dafür gedacht ist, haben wir sie mal mit untersucht, um mal zu sehen, nur da mache ich sie auch kaputt. Von daher geht aber schneller als das Trocknen vielleicht. So, kapazitives Messverfahren, also diese Kugelkopfsonde, kapazitiv, baut ein elektrisches Feld auf in einer gewissen Tiefe und hat dann einen mittleren Wassergehalt über diese Zwiebel letzten Endes im Bauteil. Kann ich nicht beurteilen oder nicht verwenden, um den Trockenzustand des ganzen Bauwerks zu beurteilen. Ja, ist nicht geeignet, weil ich eben nur oberflächennahe Schichten hauptsächlich messe. Und je nach Stein, das haben Sie jetzt noch im Kopf, Porenbeton trocknet oberflächennah sehr gut aus, also da wäre ich versucht, das fehl zu interpretieren und das Mauerwerk als trockener einzustufen, als es tatsächlich ist. Beim Ziegel gab es auch erhebliche Abweichungen, also das ist, was den Trocknungszustand angeht, nicht geeignet. Es ist geeignet für Orientierungswerte oder auch was die feuchte Verteilung angeht, wenn Sie jetzt von innen auf eine Wand gucken, um mal zu sehen, wie hoch geht es denn jetzt. Ja, wie dehnt sich das aus? Kann ich lokal eingrenzen? Also auf die Fläche gesehen, als Orientierung sehr gut geeignet, sehr schnell machbar. Nur Sie sollten tunlichst nicht aus den Digits da jetzt irgendwelche Masseprozente tatsächlich ernsthaft ableiten. Ja, das ist, muss man immer sozusagen eher qualitativ sehen, nicht quantitativ. Also auch beim Ziegelstein war trotz der durch Messung festgestellten Abtrocknung bei der kapazitiven Messung keine Abtrocknung messbar. Ja, also auch da hängt es natürlich vom Steinformat, von den Fugen ab. Also auch da immer sozusagen die Bedienungsanleitung lesen dieses Messgeräts, kann ich nur empfehlen. Da sieht man sehr viele Fehler, die auf der Baustelle passieren, wenn ich dann den Sachverständigen sehe, der die Kugel genau in die Ecke hält. Da kommt nichts Vernünftiges raus. Und ich habe Fehler bei Materialien, die oberflächennah sehr schnell abtrocknen. Ja, da suggeriert mir das Messgerät eine sehr gute Abtrocknung des Mauerwerks, die tatsächlich im Kern nicht vorhanden ist. So, also Aussage zum Gesamtwassergehalt oder Erreichen von einer Ausgleichsfeuchte kann ich das nicht verwenden. So, was habe ich denn noch? Ich habe die Möglichkeit, Ausgleichsfeuchtemessungen durchzuführen, Bohrlochmessungen auch genannt. Also ich kann ein Loch bohren, ich kann dann eine Sonde reinstecken, das abdichten und warten, bis sich in diesem Bohrloch eine Ausgleichsfeuchte eingestellt hat, aus dem Mauerwerk und der Umgebungsluft. Ja, also ich kann aus der relativen Feuchte im Bohrloch Rückschlüsse ziehen auf sozusagen den Feuchtegehalt im Stoff. Auch das hat natürlich technisch gesehen wieder Einschränkungen, weil ich das Loch ja bis zu einer gewissen Tiefe treibe und ich dann wieder einen Mittelwert über die gesamte Bohrlochtiefe letzten Endes habe. Es gibt auch Sonden, die in verschiedenen Tiefen messen können, das ist aber auch relativ ungenau. Messung in oberflächennahen Bauteilschichten, also ich kann auch eine Folie auf die Wand bringen, die Sonde unter die Folie stecken, dann kann ich also die oberflächennahen Schichten relativ gut messen. Aber auch das ist eher qualitativ zu sehen.
Nicht so sehr, was den Gesamtfeuchtegehalt angeht. Es ist aber geeignet, ein Feuchteprofil, wenn ich jetzt Bohrlöcher in verschiedene Tiefen, an verschiedenen Stellen auch logischerweise einbringe, kann ich über die Tiefe, über die Dicke des Mauerwerks ein Feuchteprofil messen tatsächlich. Indikator, also Mikrowelle zum Beispiel, kann ich natürlich auch verwenden, um die feuchte Verteilung über die Wandansicht zu messen. Die Mikrowelle hat bei uns im Labor aber sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr streuende Ergebnisse geliefert. Insofern haben wir da nur qualitative Aussagen getroffen, auch wenn es da in Sonden gibt, die in unterschiedlichen Tiefen sozusagen strahlen, war das sehr schwierig zu interpretieren, die Ergebnisse, wenn man wusste aus gravimetrischer Messung, wie der Feuchtegehalt tatsächlich ist. Also auch da erreiche ich über die Ansicht eine Orientierung, wie ist die Verteilung, aber auch da Gesamtwassergehalt, Feuchteprofil über diese Messmethoden nicht möglich. Sodass man für die Praxis eigentlich sagen kann, ich kann es berechnen mit Einschränkung, ich muss es, wenn ich es genau wissen will, aber letzten Endes immer auch zerstörend prüfen. CM-Messmethode ist auch zerstörend, aber genau. Ja, es hat funktioniert bei uns. Schwierigkeit beim Profil über die Tiefe ist natürlich, dass ich an die Proben im Kern erstmal rankommen muss. Ja, dann mache ich ja erstmal ein Loch in die Wand oder ziehe einen Kern raus. Also dann mache ich es ja wieder kaputt letzten Endes. Aber auch das ist ein genaues Messverfahren gewesen. So, Fazit. Ich eile. Wann sind Mauersteine trocken? Alles Grundsätze, die wir bestätigen können. Ja, also ich muss sicherstellen, dass ich eine niedrige Raumluftfeuchte bei der Trocknung habe. Ich muss sperrende Schichten entfernen, selbstredend. Ja. Dann ist aber auch eine natürliche weitere Abtrocknung nach den ersten 14 Tagen durchaus möglich. Wenn ich die Raumluftfeuchte eben niedrig halte, bei 35%. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn ich dann später nach den ersten 14 Tagen diffusionshemmende Materialien aufbringe, wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht um einen Estrich vielleicht und ich bringe dann PVC-Boden auf, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, was den SD-Wert angeht, als ein normaler Anstrich oder sowas, dann habe ich natürlich da Probleme zu erwarten tatsächlich, aus der Restfeuchte im Mauerwerk. Dann muss ich tatsächlich sagen, wenn ich diffusionshemmende Beschichtungen Boden, Wand anbringen möchte, dann muss ich auch tatsächlich die Wand bis zur Ausgleichsfeuchte treiben. Und das dauert. Ja? WTA-Merkblatt sagt 3 bis 5 Jahre, wenn ich es wirklich bis zu 50% relative Ausgleichsfeuchte treiben will. Bei den höheren relativen Feuchten geht es vielleicht schneller, aber es geht nicht innerhalb von ein paar Wochen. Brauche ich spezielle Trocknungsverfahren? Und da haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass alleine wesentlich die Raumluftfeuchte entscheidend ist. Also es ist fast egal, ob es eine Infrarotplatte mit Ventilation oder ohne. Bimsbeton war da die eine Ausnahme, wo ich mit Ventilation viel erreichen konnte. Aber wichtig ist eben der große Dampfdruckunterschied zwischen Wand und Raum. Ja, also ich brauche da viel Potentialgefälle sozusagen. Dann kann die Wand auch viel abgeben. Im Alltag kann ich das aber ohne technische Hilfsmittel nicht realisieren, muss man auch sagen. Ja, das heißt, 35% relative Feuchte kriegen Sie in normal gebauten Häusern, die annähernd luftdicht sind. Erst recht mit der Zusatzfeuchtebelastung aus der Wand kriege ich das gar nicht hin. Also ich muss technisch die Luft entfeuchten. Das ist der wesentliche Punkt. Restwassergehalt nach 14 Tagen. Da brauche ich keine besondere Trocknung mehr, wenn ich denn diese niedrige relative Raumluftfeuchte habe. Wenn ich da 50% habe, dauert es natürlich länger. Ja, das ist dann immer noch ein Trocknungsziel, was ich da anstreben kann, aber da dauert es einfach länger. Welche Anforderungen habe ich an die Putz- und Anstrichsysteme? Da konnten wir eben weder in den Messungen noch in den Rechnungen wesentliche Unterschiede feststellen, interessanterweise, was den SD-Wert angeht. Also wir lagen zwischen 0,45 und 0,01 Meter SD-Wert der Beschichtungssysteme. Tendenziell muss man natürlich sagen, je diffusionsoffener, umso besser, muss man auch sagen. Und ich muss natürlich Materialien einsetzen, die eine höhere Feuchtigkeit abkönnen. Also Gipsputz an sich ist natürlich nicht so gut geeignet wie ein Kalkzementputz an der Stelle, um höhere Feuchten bei der Austrocknung eben auch aufnehmen zu können. Abgesehen davon, dass wenn Schimmelpilzbefall sozusagen im Raum steht, auch da der Gipsputz jetzt nicht erste Wahl ist. Das ist auch klar, auch da der Kalkzementputz.
SD-Wert so gering wie möglich halten. Wie gesagt, in den Grenzen, die wir getestet haben, konnten wir da keine wirklich signifikanten oder kritischen Unterschiede feststellen. Wir messen es jetzt noch weiter. Wir werden das gleiten, auch gerade ein denkmalgeschütztes Gebäude, Kuhstall zum Passivhaus fast. Ja, das ist sehr kritisch, was das angeht. Da begleiten wir jetzt, hat das Monitoring angefangen. Muss ich länger trocknen als die üblichen 14 Tage? Wir konnten erstmal sehen, die ersten 14 Tage, was das Trocknungsverfahren angeht, war kein großer Unterschied, mit Ausnahme des BIMS-Betons. Nach den 14 Tagen hat auch eine alleinige relative Feuchte, die gering war, gereicht. Also auch da muss ich nicht zusatzheizen. Natürlich ist das Trockenhalten des Raums ohne technische Maßnahmen schwer möglich. Insofern muss man da sagen, wenn Sie jetzt eine relative Feuchte von 60-65% im Raum haben, wird da auch wenig Trocknungserfolg weiterhin vorhanden sein. Und an der Oberfläche kommen Sie dann in die Region, dass es dann auch zu Schimmelpilzen kommen kann. So, Ausgleichsfeuchte, Sie haben es eben gesagt, erst nach Monaten oder Jahren mutmaßlich erreicht. Sonderfall Innenwände, Sonderfall Vollblocksteine, Sonderfall hier und da, also je nachdem welche Gesteinsart und Außenwände mit dem BDVS haben nur eine Trocknungsrichtung, ja, nämlich nach innen. Wenn Sie außen irgendwie einen Kohlenharzputz oder sowas haben oder ein Polystyrol als Dämmstoff, dahin wird das Wasser nicht so sehr wollen. Das heißt, es muss komplett nach innen bei Außenwänden. Wenn das so ein Aufbau ist, da dauert das eben Jahre. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn Ihr Rohbau im Bau schon voll nass wird, ja, die Mauerkronen offen sind und Sie aus monolithischen Porenbeton dann die Außenwände herstellen, 40er Steine, sehr dick, da braucht der Kern Jahre, bis der trocken ist. Das ist klar, mit oder ohne Wasserschaden. Also wenn Sie im Bau da schon nicht bauleitend oder von der Errichtung nicht sorgfältig sind, wie gesagt, es gibt die Hinweise in der VOB Teil C, Papier ist geduldig, ich weiß, habe ich genau das gleiche Bild auch da, dass ich über Jahre hinweg ein Austrocknen dieses Bauteils haben werde. Über Jahre. Und wenn Sie dann nach einem halben Jahr von Spatenstich an Bezug haben, dann ist es klar, dass dann auch da es eventuell zu Problemen kommen kann. Ich bin fertig, fast pünktlich, habe auch später angefangen. Also von daher bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir haben jetzt angefangen. Es gibt ein paar Ungereimtheiten. Auch wenn man jetzt auf WTA oder sowas schaut, die wir weiter verfolgen, aber ich sag mal, dafür sind wir da und haben die Zeit und die Studenten dafür als willige Arbeitskräfte, die das dann untersuchen können. Ja, vielen Dank. Gibt's Fragen?